Hi Leute, was geht? Ich bin Rutzelement und ja, ich mache mal wieder ein Video über Black Ops und generell die Multiplayer-Spiele, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, und wir reden über die Weihnachts-Noobs. Das Video wird wahrscheinlich ein paar Tagen wieder unaktuell sein, weil Weihnachten ist, aber ja, ist ja egal. Und Weihnachts-Noobs, einmal für die, was wer nicht weiß, was Noobs sind Anfänger oder einfach Leute, die nicht spielen können und mit einem Raketenwerfer da und dumm laufen. Das sind einmal Noobs. Und zu Weihnachten wahrscheinlich meisten kaufen sich die Leute, die eher nicht so jetzt top in die Multiplayer-Spiele dabei sein wollten, also nicht die immer hoch dabei sein wollten, Prestigen und so jetzt. Oder einfach die sich bis jetzt noch nicht gekauft haben und deswegen kommen die meisten Noobs zu Weihnachten immer. Und weil Black Ops halt die meisten Spieler kaufen, also die guten Spieler oder einfach die gut sein wollen und gleich mitspielen wollen, Prestigen wollen, hochleveln, bei den Leaderboards vielleicht dabei sein wollen oder so, kaufen sich es gleich beim Release, vielleicht davor oder ein paar Tage danach, wie bei Call of Duty Black Ops jetzt, ich weiß nicht, Assassin's Creed, ob das so ein Multiplayer hat, wo es Noobs gibt, weiß ich jetzt nicht, Far Cry wahrscheinlich. Und die anderen Spiele, die aktuell sind, Battlefield-Spieler, werden nicht viele neue dazukommen, weil Battlefield 3 schon ein bisschen älter ist. Und deswegen werden sich nicht viele neue kaufen, weil die meisten haben es einfach schon gekauft, oder nicht. Und jetzt mal zu den Spielen, was das bedeutet. Black Ops war ja in letzter Zeit ziemlich noobfrei, sagen wir jetzt. Naja, nicht ganz, aber es war weniger Noobs. Und das wird bedeuten, dass so wie bei allen anderen vorherigen Black Ops sein wird, dass jeder mit einem RPG um und umrennt, halt nicht alle. Ich weiß nicht, ob es so stark wird, aber wir sehen es dann in ein paar Tagen, wie sich das dann auswirkt auf den Multiplayer. Ob man dann schwerer gewinnen kann oder einfach nur von Noobs dann niederbratzt wird. Oder sogar, dass die leicht zum Besiegen gehen und die anderen Urbiesten, die es schon haben oder halbwegs gut sind. Man sieht es halt in ein paar Tagen. Battlefield wird wahrscheinlich fast keiner dazukommen und bei den anderen Spielen auch nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, es werden schon viele Leute Black Ops kaufen zu Weihnachten und das halt dann spielen. Ja, schauen wir mal, was in ein paar Tagen, wie es in ein paar Tagen ist. Das war's. Danke fürs Zusehen. Liken, abonnieren wäre toll. Abonnieren wäre wirklich toll. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, halt liken, wie gesagt. Schaut mal meine anderen Videos an. Ein paar Tipps und Tricks Videos habe ich. Und ja, dann nochmal danke fürs Zuschauen und tschüss.